Hallo Leute, herzlich willkommen beim Path of Exile Fundstücke des Tages Video. Ja, weil es extremst schnell geht hier bei Path of Exile. Ich spiele nur eine Stunde, habe ich heute gespielt, 5 Maps gemacht und sowas von viel gefunden. Weil es lohnt sich so viel hohe Tier Maps zu machen. Ich bin jetzt erstmal bei der Hälfte, also bei 8. Tier 8 und ich schaffe eigentlich das extrem schnell schon. Ich könnte höher gehen, aber ja, da bekomme ich wenig Erfahrung. Ich bin jetzt Level 85, habe da einmal 33% schon wieder und es geht einfach alles extrem schnell. So, hier ist nochmal mein Baum. Ich will noch etwas zeigen. Ich habe hier noch ein Juwel-Slot. Der Bild, der macht nicht zu viele Juwels, aber ich finde, Juwels sind vor allem, wenn man den Bringer of Rain noch nicht hat und eine gute Rüstung noch nicht hat, eigentlich extrem wichtig. Dann nehme ich den Slot auch, denn hier unten habe ich auch genommen, obwohl er nicht unbedingt nötig ist. Und ja, eben hier habe ich die Juwelen drin und so weiter. Und die sind eigentlich alle recht gut schon. Also vor allem offensiv, aber auch defensiv. Hier mit Resistenzen. Und hier mit Damage und auch Resistenzen. Hier zweimal Physical Damage, extrem gut. Und jetzt muss ich kurz schauen, hier. Ja, mit dem Schild, solange ich das Schild habe, Area Damage, sehr gut. Und ja, ein bisschen Magic Find. Hier habe ich nur wegen Magic Find eigentlich das genommen. Und ein bisschen Damage. Finde ich mega geil. Und eben, ich habe sehr viel Magic Find, also sehr viel für einen Self-Found Charakter. Und Misk. Momentan 114, also ja, zwar nicht mal die Hälfte von Profis, aber eben, man findet die Magic Find Items auch sehr, sehr schlecht. So. Also, ich möchte kurz zeigen, hier ist die Seite. Die, die schon erfahren sind, wissen, was die Items wahrscheinlich jetzt schon sind. Ich weiß es noch nicht so. Ich weiß nur, das ist, glaube ich, von Aziri. Und das ist ein einer der Elemente umtauscht, glaube ich, ein Ring. Aber sonst weiß ich es noch nicht. Also. Schauen wir es nacheinander an. Es ist wirklich viel dazugekommen. Also hier haben wir mal ein Prosperity, eine Karte, die einen Ring vom Parandus von der Parandus League bringt. Könnte nur ein Magic Ring sein, aber ja, die Karten sind so eigentlich immer auf, also ja, dass man die eigentlich immer wieder hier in einen Kistenslot tut. So, dann haben wir hier eine Unique-Karte mit vier, die Unique-Bosses droppen vier zusätzliche Karten. Es gibt 35 mehr magische Monster, es gibt 43% mehr rare Monster, also seltene Monster, 25% mehr Monster Life und 30% Increase Monster Damage. Und es ist ein Underground Sea Map. Das finde ich cool. Was ich hier auch noch cool finde, ist der große Multiplayer vom Icon Quantity und Rarität. Das ist richtig fett geil. Schön, schön. Hier habe ich ja schon mal drei. Aber es gibt noch eine Map später. Sehe sie gerade nicht. Da. Ja. So, dann haben wir einen Soldierhelm. Soldierhelm. Mit. Wieso Low Life? Ja, wenn man Ding ist, Energy Shield. Ja, hat auch Bonus zu Energy Shield. Gut. Für den Anfang eigentlich sehr nett. Ist Level 12, also für einen Anfänger.
für einen Charakter, der nicht sehr stark ist noch, also Level hohlevig. Dann haben wir hier einen Verbindentest, eine Quarzflasche. Vermehrte Charges, also Aufladungen verbraucht. Oder schneller. Aha, nein, das ist, sind die Aufladung der, der Tränke. Und bringt sofort 75 Leben. Und man bekommt 8% Schaden, Chaos-Schaden über. Von irgendwie kenne ich den Trank, aber mir kommt es nicht mehr so bekannt vor. Weshalb oder warum? Habe ich hier irgendwo Tränke? Viele Tränke eigentlich weggeworfen. Ich die nie mehr verwenden werde. Ich werde aber einen neuen Charakter machen bald. Aber nur so als Nebenproduktion, damit ich andere Maps machen kann. Und schneller Maps machen kann. So, so. Mal schauen, wie er ist. Aber das verrate ich noch nicht. Ja, wir haben nichts mit Tränken, also machen wir den hier. Ja, nehmen die Amulette und Ringe. Wir können mal den Dedark wegnehmen. Und tun den hier. Hier hin. So. Gut, gut, gut. Dann haben wir hier Herr Maske, also er seine Maske. Droppt extrem viel. Nehme ich weg. Und hier auch. Und tu es hier hin. So, ja. Ja, das tausche ich sowieso um. So, eine Jungle Valley Map mit Rare. Also in Rare. Mit Skelette. Nur Skelette, okay. Finde ich gut, so hohe Tier-Maps, das bringt immer sehr viele Items. Und ich muss kein Rare Orb, ein Archmie Orb drauf tun. So, ein Kobold Juwel finde ich. Das ist das Geile, da kann ich ein Bild machen mit Feuerball, der extrem geil ist und ja, einfach nur cool. Ja, das macht extrem viel Area-Effekt-Radius, je höher, also je länger der Feuerball eigentlich wandert, also 50% mehr. Extrem gut. Jo. Die jetzt auch raus. So. Gut. Dann haben wir hier Rimnos Hymn. Habe ich ja schon ein paar Mal gefunden. Ist vom Damage her recht gut, aber sonst schwach. Auch vom Level her so Ding. Ice Trap mit Quantity. Sehr gut. Hier. Dann Karius Chopper. Identifizieren. Mit Culling Strike ist jetzt wirklich. Ich weiß nicht, Culling Strike ist etwas, was ich nicht brauche. Ich mache so viel Damage, dass eigentlich die 10% eigentlich gar nicht procken. Aber. Spare ich mal auf. Also, ich werfe sehr wenig eigentlich weg. So, dann haben wir hier Geoffrey's Baptism. Den habe ich auch schon mal gefunden. Jo, viel Damage. Für wenig Level. Sehr gut. Schauen wir gerade mal, ob wir den schon haben. Kurz. Der hier, ja. Ist besser. Ja, um 1% besser. Cool. Jetzt müssen wir schauen, glaube ich, bei 8, ja. Für Level 27. Da. Ein zweites Tabula Rasa habe ich auch direkt gefunden, aber das aufzusparen, ne? Kein Bock. So, dann haben wir ein Dreamer Road. Das ist geil für einen Minencharakter natürlich. Und auch sehr nötig.
fertig. Aber ja, da ich es auch noch nicht so gut kenne, kann ich jetzt nicht viel darüber sagen. So, einfach hier reintun, das durch den Ding sortieren. Ah ja, hier ist ein guten Rapier, der braucht für mein Bild. Das tut er schon ein bisschen eingrenzen, was ich will. Und ja, ein Korallring mit ja, viel Feuer Damage habe ich auch schon. Schade. Ach komm. Ja. Mehr Fire Damage. So. Da brauche ich sicher mal nicht zweimal. So. Das nächste ist hier ein Lifesprig. Eine Lifesprig-Karte, die 9 Mal, boah, für ein Lifespring. So, ja, das ist wahrscheinlich schon etwas mit Trap. Ah, da habe ich schon identifiziert, ja. Dann ist klar. Einfach Duration. Und so. Ich lege das einfach mal hier hin. So. Hier mit Physical Damage und Attack Speed und Resistenzen, das ist das Juwel, das ich reinmache in den Slot. Mache ich mal hier hin. So. Hier haben wir gute Armor, gute Life-Regeneration. Ist wichtig für meinen Charakter, den ich benutze. Ja. Mache ich hier auch zu den Ding-Schwertern. Dann haben wir ein Ding da, das ich auf. Also, ich wurde aufmerksam, als ich den hier gedroppt habe. Ja, ich könnte mal einen mit Schwertern machen und schauen wir mal. On-Kill, Frenzy Charge, On-Kill. Sehr wichtig. Also, jedes Mal, wenn ich Monster kille, habe ich eine Chance von 1/4, dass ein Frenzy Charge bekommen. Sehr schön. Sehr genial sogar. Das müssen wir hier hin tun. Tauschen wir es mit Fencoil aus. Das ist wieder ein Bild, den ich niemals verwenden will. Also Trap für den Anfang. So, Abyssal Cry 15%. Clarity 7%. Mehr Effektradius braucht niemand. All die hier ist wieder ein Ding, das ich überhaupt nicht brauche, weil es die ganze Zeit droppt. Hat ja für Low Life fliehen, Gegner fliehen ist sowieso das so Schlechteste, was man haben kann. Jo, eben Lion's Ace habe ich ja gesagt. Aber was Remorse heißt, weiß ich jetzt auch nicht genau. Tending wird es völlig beschissen. Ah, habe ich auch schon. Aha, mal wieder vergleichen. Ja, Armor ist besser, Life ist besser. Ja, nehme ich den. Den kann ich auch wieder umwandeln in ein anderes Unique. Ah, Level 70, sehr schön. Es gibt gute Items zum Umwandeln, also beim Umwandeln. So, Wildslöss. Movement Speed ist auch wieder etwas, das ich überhaupt nicht brauche und dann hier reinlege. 12. Jo. Der Estoc-Schwert ist auch für meinen Charakter. Ja, kann ich mal wegwerfen, den Bogen. Also der Bow, den ich verwendet habe für Ding. Das möchte ich am Schluss machen. Ja, Fire Damage und Magic Find, sehr gut. Hierhin. Machen wir die Crypt Map. Die interessiert mich auch. 24 Wellen von Monster. Okay, 46 Sekunden zwischen Monster Wellen. Ist eine Tier 1 Map, also
Werde ich sicher auch mal zeigen. Puh, ich habe so viel wenig. Platz. So, hier habe ich hohe Tiermaps. Und auch wieder eins mit Totems und zwei Ionic Bosses. Finde ich immer geil. Die finde ich immer sehr geil. So, Chromatic Orbs, Glassblower, Blessed Orb, ein Exalted Orb, ein Wahl Orb. Richtig genial. So. Ja, ich werde hier mal so richtig. Mintun, so. Dann hier einen guten Gürtel für mein Bild. Sehr viel Armor, viel Life Regenerations. Mana Recovery Direct. Ja, ist nicht so wichtig. Dann hier auch ein guter Ring für mein Bild. Ich habe das ganze Bild, habe ich schon fertig, wenn ich da hochlevelig bin. Ohne ein Ereignis zu finden. So, Fire Damage für Fire, also Critical Chance und Elemente, auch sehr cool. So, hier hin tun, dann hier hin, dahin, dahin. So. Ja, viel Damage, viel, also blanker physischer Damage, cool. Mit Resistenzen und hier dreifach Schaden. Blanker dreifach Schaden für Elementar und kritische Chance. Sehr genial. So. Dann haben wir hier einen Gambler Division Card. Das kann, glaube ich, jede Division Card droppen. Ist da nur eine. Aber droppt auch recht viel. Und Stormcloud, ein Unique bekommen mit 5 dieser Karten. Cool. So, dann hier. Das Secreted Ground mag ich nicht so, weil das auch verlangsamt, glaube ich, oder? Hexproof ist auch nicht so toll. Ja, trotzdem. Ich finde immer Rares sind cool. So, dann haben wir ein Dusk Toe. Uff. 50 Chaos Resistenz ist gut. Schnelligkeit für dieses Level ist halt Low Level. Ist normal, oder? So. Und gleich starte ich den Bild. So, das erzähle ich euch dann am Ende dieses Parts. Du kennst das Ground, Fencing Increased Duration, Selfs Odd, das möchte ich gerne wissen, was es ist. Muss ich nachschauen. 40% Increased Damage, sehr nett. Lege ich mal hier hin, weil ich jetzt momentan, ja, morgen nicht so viel Zeit habe und so, kommt halt erst in ein paar Tagen dann ein Update. Und, ja, es wird Zweihand-Damage. Auch für Einhand-Damage. Gut. Schön, schön. So. Dann haben wir hier auch wieder Blank Physical Damage und Lightning Damage. 2 Mana pro Kill. Und eine Terrassen-Map. Okay. Und eine Colonnade-Map. Mag ich jetzt nicht so Colonnade. Aber, ja, ist einfach. Sehr einfach. So, Damage-Reduktion ist extrem wenig. Das macht nichts, also kann jeder Physiker Damage-Bild machen. So, und Terrasse machen wir hier hin. Da sieht man auch gut den Unterschied. Kann ich die zusammen machen. Ja, die Vision Card habe ich fertig. Den hier noch machen und dann muss ich noch kurz zeigen, was man mit dem auf sich hat. Der hat immer, es gibt immer die Chance, dass ein
von Properties ein Orb, ein Ding droppt, also ein eine Vorhersagung, die ein rare Monster von einem Typ, ein Unique Item Ding, und das hat Rockbreaker gespawnt. Da habe ich schon zwei oder drei, aber der Bild werde ich sicher auch mal verwenden. Der macht nämlich, dass ich mehrere Goblins, Golems beschwören kann, und das ist einer der besten Summoners. So, und eins, was ich danach verwenden werde, in Myasilis Labyrinth, zweimal enchanten. Also hier habe ich, ja, Attack with Word of Spite with Hit. Das sind diese Bonuses. Bringt eigentlich sehr viel, und dafür ist der Orb auch sehr wichtig. Orbs habe ich hier. So. Also, das war's mit diesem Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich kann auch kurz die Karten umtauschen. So, sind halt nicht so gute, aber das sind die, die am meisten droppen, und das ist aber auch am häufigsten gibt. So. Livesbreak. Na toll. Ja, die Fragmente, ja. Ja, Dusk, zweimal Dusk. Das brauche ich überhaupt nicht. Da ich das sowieso dann schnell schaffe, also ich schaffe auch mit dem Aziri, aber nicht mit dem benutzen will, weil er sehr lame ist, werde ich das danach verwenden, und dann brauche ich das auch hier. Ich habe schon von allen viel, außer von diesen letzten Might Knight habe ich nur einen. Jo. Also, hat mich Spaß gemacht, diese Sachen, weil es mir nimmt es immer munter, was die anderen auch so droppen. Und deshalb finde ich es auch sehr toll, was die, ja, dass man es schauen kann. Ja, wieder ganz normale, und das ist wieder das. Unbedingt wegnehmen. So. Sehr schön. Ja, sehr erfolgreicher Tag. Es war einfach zu heiß zum Trainieren. Hatte ich heute ein bisschen mehr Zeit, also eine Stunde. Ja, ein bisschen mehr. Anderthalb Stunden. Und ja, ich wollte noch etwas sagen oder zeigen. Was war das schon wieder? Das habe ich wieder vergessen. Ah ja, ich wollte noch etwas machen, und das sind die Orbs umtauschen und dann probieren, die Slots hinzukriegen bei der Rüstung. Ja. Völlig zu wenig verbunden. Naja. Es ist einfach unmöglich. Diese Rüstung kann keine 6 linked Slots bekommen. Völlig mehr Ding. Dann nehme ich auch den Bild. Ja, ich wollte ja sagen, was ich für ein Bild mache. Das ist ein Wirbelwind, also ein Zyklon. Sag jetzt, Duellist. Der extrem defensiv ist. Lightning Curl dann verwendet. Sehr gute Rüstung, aber komische Rüstung, aber ich weiß jetzt, wieso ich das verwenden werde, weil man auch kein Lightning Damage mehr bekommt, mehr so viel Lightning Resistance. Und weil es hat einfach sehr viel protected. So. Ja, jetzt habe ich 6. Kann ich dann beim Fireball Bild verwenden. Ich habe ja irgendwo noch die Ding hingetan. Ah, das ist hier. Die Map kommt ja hier hin. So. Habe ich 4 Maps. Werde ich dann mit euch machen. Und habe das alles mit dem neuen Bild. Der alte ist zum Magic Finden, wenn ich Lust und Bock habe. Wahrscheinlich nicht jeden Tag, oder? Aber ja.
Dann hätte ich auch mal Weekly Items ja verwenden, also wieder machen. Und ja, also Power4Excel macht extrem viel Spaß, wird noch lange nicht beendet sein. Ich habe schon über 860 Ding gespielt, Stunden gespielt, als ich eben noch ein bisschen schwach war, also ja nicht so extrem viel Sport machen konnte, hatte ich Zeit extrem viel. Und ja, das habt ihr auch gesehen, wie viele Videos ich hochgeladen habe. Und ja, manchmal 12 Videos pro Tag. Ja, da war ich noch ein bisschen arbeitslos. Jo, also sportlos. Das ist ja meine Arbeit. Gut, danke schön fürs Zuschauen. Genug geredet. Ja. Eben. Lasst eure Wünsche da und eben. Ach, bitte Kritik, damit. Ja, ich habe wieder gesehen, dass ich 4 Abonnenten verloren habe, weil sie gemerkt haben, oh, ich bin kein Minecraft mehr. Ja, kann ich nichts dafür. Es ist halt einfach manchmal so, dass ich keine Zeit habe. Das ist normal. Jeder Mensch hat mal keine Zeit oder so. Und ich möchte gerne wieder zeigen, aber ich habe noch andere Games, die ich will zeigen. Und wenn mal wirklich was Tolles, das mich extrem motiviert bei Minecraft, dann werde ich es machen. Klar. Aber bitte Geduld. Also, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.